Heute zu Gast bei uns Friedrich Schönfelder, ein Spandauer aus Überzeugung, wir freuen uns, bis in die Stadt geschafft hat. Freut uns, dass Sie da sind. Namens Herr Schönfelder. Freue mich auch, hier zu sein. Ja, namens Herr Schönfelder. Namens Ihnen zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind bei Mal Ehrlich. Sie lernen heute einen Mann kennen, man glaubt es nicht, 80 Jahre plus eins, muss man jetzt schon sagen. 80 Jahre plus einen Tag alt, gestern war Geburtstag. Ja. Freut uns erstmal, dass Sie heute gekommen sind. Und wir wollen am Anfang ganz gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren, den Zuschauern präsentieren, indem wir den kleinen Fragebogen wie immer beginnen mit der beliebten Frage, wer hat Sie kürzlich so genervt, dass Sie ihn dafür auf den Mond schießen könnten? Meine Mit-Autofahrergenossen, die neben mir auf der Straße mich behinderten. Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung? Ja, ich muss einen Moment überlegen. Ich glaube, die 4 Jahre, die ich auf einer wunderbaren, fortschrittlichen Schule war, das war 1928 bis 1932, diese 4 Jahre dort auf dieser Schule, die hieß Freie Schulgemeinde Wickersdorf. Das war eine moderne, fortschrittliche Schule mit Koedukation, wo wir eigentlich zu Europäern, wenn nicht Weltbürgern erzogen wurden und nicht so zu treudeutschen Jünglingen. Das ist eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung. Was war dann Ihre größte Peinlichkeit? Größte weiß ich nicht. Ich gerate oft von einer Peinlichkeit in die andere, weil ich ein berühmter Fettnapftreter bin. Haben Sie mit Aber welche ich da nur aussuchen gemeinsam? Sollte von den vielen Peinlichkeiten, kann ich nicht sagen. Aha. Der wüsste es bestimmt auch nicht, der andere, der auch mit gerne was? In die Fettnäpfe tritt. Ich sage, es gibt noch einen anderen Deutschen, der auch gerne von Fettnapf zu Fettnapf marschiert, der wüsste die Peinlichkeit auch nicht. Ja, ist, glaube ich, ziemlich hohes Tier in Bonn. Geheimnisvoll. Was wäre Ihr Traumberuf? Mein Traumberuf wäre Schauspieler. Oder, wenn nicht, dann Jazzmusiker. Okay. Das ist schön. Mein Traumberuf wäre Schauspieler. Da ist er Schauspieler, ne? Welche Fähigkeit hätten Sie gerne, Herr Schönfelder? Eben, ich möchte wahnsinnig gern Klavier spielen können. Aber das ist mir nie gelungen, richtig. Welche Politikerfloskel können Sie nicht mehr ertragen? Ja, da gibt es viele, aber das Schlimmste ist für mich immer, wenn jeder Satz beginnt, ich würde sagen. Das finde ich zum Kotzen. Der soll auch sagen und nicht sagen, ich würde sagen. Es gibt noch eine rheinische Abart, die heißt, ich würde sagen wollen. Das ist dann noch besser. Ja. Sehr schön. Ja. Worauf sind Sie wirklich stolz, Herr Schönfelder? Seit gestern bin ich ein bisschen stolz. Aha. Ulkig, nicht? Gestern war mein Geburtstag und den haben wir gefeiert abends. Und ich kannte den Begriff Stolz eigentlich nicht sehr, weil ich bin auf nichts stolz. Ich finde das alles so übertrieben. Viele sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Nur wenn ich zufällig Franzose wäre, wäre ich eben Franzose. Da muss ich nicht stolz drauf sein. Seit gestern bin ich sehr stolz auf meine beiden Söhne. Mhm. Die haben bei meiner Geburtstagsfeier völlig überraschend für mich und nichts ahnend 2 Reden gehalten, die so zauberhaft waren, woraus auch hervorging, dass sie mich sehr lieben. Da war ich stolz, dass ich 2 solche Söhne habe. Jetzt haben Sie die Feier schon angedeutet und es gibt so eine Feststellung, glaube ich, dass sich Kinder und Tiere immer sehr gut in Sendungen machen. Kinder haben Sie jetzt Ihre Söhne genannt, die sind aber auch nicht mehr so klein. Und Tiere, fragen wir uns, haben Sie einen Kater? Was habe ich mit Tieren? Entschuldigung. Heute, ob Sie heute einen Kater haben? Nee, überhaupt nicht. Nein, ich habe ja auch nicht über die Maßen was Alkoholisches zu mir genommen. Nein, Kater habe ich keine Sekunde gehabt. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen, aber nichts von Kater. Sie haben Sie uns vorhin verraten, bis 3 Uhr morgens gefeiert und dann schläft der brave Mann normalerweise. Friedrich Schönfelder mit 80 Jahren steht auf und geht zur Probe. So ist der Alltag eines Schauspielers. Das habe ich auch so gemacht. Ne? Ist ja wunderbar. Gut, man hat mir zuliebe, und das fand ich wunderbar, statt um 10 Uhr die Probe um 11 angesetzt. Aber um 11 pünktlich, ich war sogar schon um 11 da, ging die Arbeit wieder los und das ging wie geschmiert. Also es sagten gerade bei der Geburtstagsfeier gestern auch viele, also Mensch, wie fit der Kerl noch ist, er, dessen Durchhaltevermögen möchte ich haben. Und sind Sie selbst manchmal überrascht über sich selbst mit 80? Nö, ich finde alles ganz normal, was mir geschieht und wie ich bin. Wäre ja komisch, wenn ich mich unnatürlich finde. Ich finde alles ganz normal. Sie sagen, Sie finden es normal, aber haben Sie es sich so vorgestellt, dass man so ist, wenn man 80 ist? Nö, ich habe nie darüber nachgedacht, wie werde ich denn vielleicht sein, wenn ich 80 bin. Das Einzige, woran ich früher mal gedacht habe, nicht etwa, was viele junge Leute heute schon denken, oh Gott, was werde ich denn wohl machen, wovon lebe ich denn, wenn ich so alt bin, vielleicht mit meiner Rente? Wenn das ein junger Mensch denkt, das finde ich ganz verheerend. Ist vielleicht ganz praktisch, aber ich denke noch mit Blüm auch. Nein, aber ich habe, um die Frage zu beantworten, immer gewünscht, 84 Jahre zu werden. Das ist vielleicht ganz doof, aber es hat einen Sinn. Da ist das Jahr 2000 und ich
Ich hatte mir eingebildet, eine Jahrtausendwende müsste etwas Seltsames und Tolles, Aufregendes sein. Vielleicht feiert die Welt da irgendwas ganz Tolles, wollte ich miterleben. Und dann habe ich ja 36, als nach Berlin kam, hier die Olympischen Spiele miterlebt. Und ich hätte das toll gefunden, wenn im Jahre 2000 ich das zweite Mal in Berlin Olympische Spiele erleben würde. Das ist ja nur in die Hose gegangen, leider Gottes. Wie wir wissen, ja. Na, fragen sich die einen oder anderen, ob das wirklich so toll gewesen wäre, wenn wir sehen, dass wir mit dem Haushaltsloch nicht klarkommen, hätten wir im Jahr 2000 die Olympischen Spiele. Gott bewahr uns davor, es ist ja auch nicht so gekommen. Wahrscheinlich ist es sehr gut, dass hier nicht, das wird ja ganz herzlich geworden, wo jetzt schon so vor Baustellen die ganze Stadt platzt, dann wäre ja noch schlimmer geworden. Genau. Hatten Sie jemals Angst vorm Altern? Nee. Nie. Ich habe auch bisher nicht irgendwie, es gibt ja Leute, die überdenken schon nach, oh Gott, was wird und wie, Alter und scheu und krank und tot. Ich denke nie darüber nach und habe auch deswegen gar keine Befürchtungen oder Ängste. Warum haben Sie dann jetzt Ihre Memoiren geschrieben? Es gibt ein Buch für Ihnen, Friedrich Schönfelder. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Immer ich, genau. Weil dieser liebenswürdige Verlag zu mir kam und sagt, hätten Sie nicht Lust? Warum die auf mich kamen, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich 80 werde. Gestern geworden bin. Vielleicht, weil sie jemand suchten, dessen Memoiren sie in ihrem Verlag noch gut unterbringen können. Ich weiß es nicht. Ich wurde angeregt durch diesen Verlag und habe das dann fast in Windeseile zu Papier gebracht. Nun bin ich gespannt, ob es manchen Leuten gefällt. Kurt Flath wird hinten geschrieben, das taucht darin auf, ein Gruß an Sie zu Ihrem 80. Geburtstag. Und darin steht, warum schreibt er jetzt schon, soll er doch noch 20 Jahre warten, dann erinnert er mehr. Ne? Ja, das ist sehr lieb von ihm, der denkt, oh Gott, der wird ja noch eine Menge erleben, der kann dann noch viel schreiben. Na, vielleicht schreibe ich einen zweiten Band. Aber heute, was mich irritiert und worüber ich oft böse bin, heute schreiben ja Memoiren die jungen Leute von 25, irgendwelche Boxer oder Fußballer, die schreiben schon ihre Lebenserinnerungen. So schizophren. Stimmt. 250 Seiten für 80 Jahre geballtes Schauspielerleben und Privatleben und. Wonach haben Sie ausgewählt? Wie war die Selektion, wo Sie gesagt haben, die Geschichte kommt rein und die kommt nicht rein? Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Ich habe nicht versucht, chronologisch zu sein. Ich habe auch nicht versucht, zu schreiben, dann und dann spielte ich das und das Stück und der Regisseur war der und der und ich war hervorragend. Ich habe mich in dem Buch, glaube ich, nie irgendwo gelobt. Im Gegenteil, ich habe Geschichten reingeschrieben, wo ich also schlecht bei wegkomme. Das finde ich viel interessanter. Aber, oh Gott, wie war die ursprüngliche Frage? Wie war Ihre Frage im Mittelteil? Genau, machen wir nochmal. Die Frage ja, war ja, eigentlich, die Auswahl, haben Sie ausgewählt? Die Auswahl, nein. Ich habe zu Papier gebracht, was mir gerade so einfiel. Oh ja, dann war auf der Tournee war das und das und dann war, ja Mensch, da war ja noch dieses und dieses, das schreibst du mal, ein kleines Artikelchen von anderthalb oder zwei Seiten. Die endgültige Auswahl, was nur ins Buch kommt, ich habe mehr geschrieben, als da drin steht, hat der Verlag eine Lektorin getroffen. Ich habe noch nicht kontrolliert, ob ich nur mit allem so einverstanden sein kann oder ob ich vielleicht sagen, oh Gottes Willen, ich hatte ja noch was geschrieben, was mir viel schöner erschien, das hätte ja noch reingemusst. Soweit bin ich noch nicht. Der eventuelle Ärger kommt erst, aber bisher ärgere ich mich gar nicht. Ui, da hat Ignaz Bubis doch gerade sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, ne? Als er da nochmal nachgelesen hat, was Peter Sichrowski angeblich in Bubis Auftrag da reingeschrieben hat. Vielleicht sollten Sie doch nochmal nachlesen. Nein, es kommen ein paar Fehler vor in dem Buch, die mich natürlich ein bisschen erschreckt haben, aber die ich nicht mehr ausmerzen kann. Wie sind Sie denn bei der Recherche eigentlich vorgegangen? Haben Sie gedacht, was fällt mir ein und das schreibe ich auf? Oder haben Sie alte Freunde gesprochen? Ich habe nichts recherchiert, nein. Nee, ich habe ab und zu mal in irgendein Programmheft geguckt und gesagt, um Gottes Willen, wer war denn, wo war denn das, wer hat denn da Regie geführt oder so. Aber fast alles kam aus meinem Hirn, obwohl ich früher mal gesagt habe, Memoiren schreiben kann eigentlich nur, können eigentlich nur zwei Arten von Menschen. Die ein fantastisches, phänomenales Gedächtnis haben oder die Leute, die akribisch Tagebuch geführt haben. Mhm. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb und habe nie Tagebuch geführt. Dass ich es trotzdem gewagt habe, ist eigentlich ein Wunder. Nee, weil es ja auch wirklich detailgenau ist. Da kommen Namen, Vorjahre. Naja, vieles weiß man ja nur wirklich noch genau, natürlich. Ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Gerade mal 60 Jahre. Was ist das schon im Verhältnis zur Entstehung der Menschheit? Aber ist ein weites Feld, werden wir ein bisschen enger und sagen, Sie haben es mit der Hand geschrieben. Warum eigentlich? Ja, ich schreibe nur mit der Hand. Antiquierter Ich schreibe Mensch. Alle meine Briefe mit der Hand, ich schreibe all dies mit der Hand. Ich habe dann manches mühsam mit der Maschine getippt. Mhm. Und dann hat der Verlag gesagt, ach, schicken Sie ruhig das Handgeschriebene, wenn Sie schreiben ja wunderbar deutlich, das können wir lesen. Das kann natürlich mal ein kleiner
Lesefehler dabei entstehen, aber das ist nicht so tragisch. Nein, ich schreibe gerne und viel und immer mit der Hand. Sind Sie ein antiquierter Mensch? Bitte? Ein antiquierter, ein altmodischer Mensch? Ich bin sehr altmodisch, ja? Glaube ich. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, in meinem Leben altmodisch zu sein. Im Gegenteil, ich dachte immer, ich bin ein moderner, fortschrittlicher Mensch. Und in meiner Jugend war ich das, glaube ich, auch von meinem Elternhaus so bereits auf den Weg gebracht. Heute muss ich manchmal sagen, nee, das und das und das und das passt mir nicht mehr so sehr. Das ist nicht mein Geschmack, das ist nicht mein Stil. Was da geschieht, da kann ich nicht mehr so ganz mit. Ich mag das, was vorgestern war, manchmal lieber. Also bin ich eigentlich vielleicht ein unmoderner Mensch. Wenn zum Beispiel Fernsehen, wir sind ja im Fernsehen. Mhm. Bei der Fernsehen gibt es viel Werbung. Da gibt es hinreißende Werbung, wo man humorvoll und wunderbar und schön fotografiert. Und dann gibt es so scheußliche Werbung, dass es also zum Weinen ist. Und dann gibt es viel Werbung, die so wie diese, wie heißen die, Clips oder was, mhm, so geschnitten sind. Dup, 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 dup. Ich kann da nicht mehr mitgucken. Können die jungen Leute alle so schnell gucken? Kapieren die, was da los ist? Ich weiß ja auch dann immer gar nicht, wenn es so schnell und durcheinander geht, wofür die Kerls eigentlich werben. Ich bin völlig verzweifelt. Manchmal steht dann nachher, was der Deutsche normalerweise sagt, Nike, was wahrscheinlich Nike gesprochen wird, weil es aus Amerika kommt. Ja, davor war von einem Schuh fast nichts zu sehen. Nur ein Durcheinander von überblendeten Bildern mit irgendwelchen Busenschönheiten und was. Nichts gegen einen schönen Busen. Aber es hat doch mit der Werbung für Schuhe zum Beispiel nichts zu tun. Aber so ist das Leben nur heute. Und das finde ich eben nicht mehr schön. Aber jeder, der Ihnen jetzt zugehört hat, wird denken, Mensch, der Schönfelder ist doch der aus der Werbung für Teppichland Berlin. Das ist ja möglich. Ich habe war ja das nichts gegen denn eine Werbung. Witzige Werbung? Nein, ich habe ja nichts gegen Werbung. Und nein, aber war die witzig? Weil Sie erst gesagt haben, es gibt ja schöne, witzige Werbung. Ja, nein, die war nicht schön und witzig, die war normal. Ein bisschen langweilig vielleicht, aber die war sachlich, kühl. Ich habe gesagt, das und das und das und das und das, das ist ja auch zu vertreten. Nein, ich finde sowas nicht ehrenrührig. Natürlich finde ich was der Krug macht für Telekom viel schöner, weil das sehr persönlich ist. Vielleicht hat er sich seinen Text selber schreiben dürfen. Oder, nicht, das ist so. Weil mittlerweile ist ja bekannt, dass Manfred Krug überhaupt kein Telefon hat. Ja, 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 das finde ich auch wieder komisch. Der wurde angegriffen deswegen. Mhm. Ich weiß nicht, im Stern oder im Spiegel oder was. Das finde ich ganz blödsinnig. Wenn ich für etwas Werbung mache, nein, ich spreche, sagen wir mal, für irgendeinen schönen Weinbrand. Bin ich doch nicht gezwungen, diesen dämlichen Weinbrand dauernd zu trinken selbst. Und wenn ich kein Telefon habe, kann ich doch für Herrn Telekom eine Werbung machen. Wen geht denn das was an? Diese Begründung finde ich also dumm, die unterschreibe ich nicht. Aber ist nicht Volksverarschung dann die Werbung? Nein. Nee? Man sucht, wie es heißt, einen Mann, von dem man glaubt, dass dem die Leute gerne zuhören. Und der ist also, wie heißt das, werbeträchtig oder so ähnlich heißt das wohl. Dem glaubt man und ach, der sagt, Telekom werde ich vielleicht auch mal Telekom. So schön ich oft Werbung finde und so furchtbar ich Werbung finde, ich bin bis heute nicht überzeugt von der Wirksamkeit. Mhm. Mir können 100 Zahnpasten dauernd empfohlen werden, noch und noch. So liebenswürdig oder so ekelhaft, wie es nur geht. Ich nehme die ich seit jeher nehme. Da bin ich ein bisschen doof, altmodisch. Vielleicht probiere ich mal eine neue. Aber ich lasse mich durch Werbung kaum beeinflussen. Das sagen alle. Und dann gibt es die Medienforscher, die sagen, wir werden doch alle davon beeinflusst. Ja, unterschwellig frisst man vielleicht manches. Ich bin nicht davon überzeugt. Natürlich wird das ja nicht aufs Blaue hinaus gemacht. Die forschen ja nach. Die gucken ja nach, wenn wir diese Sendung ausstrahlen in dem und dem Gebiet, da sind 100.000 Hörer oder Seher, wie viel werden wir da jetzt mehr verkaufen in der Gegend? Das wird alles ausgetüftelt, aber ich traue dem trotzdem nicht. Aber in Ihrem Fall war die Werbung ja sehr wirksam. Sie haben mal gesagt, durch nichts anderes habe ich so viel Bekanntheit erlangt, wie durch die Werbung fürs Teppichland. Das ist wahr. Nein, nein, das will ich nicht ganz unterstreichen. Vielleicht habe ich das mal gesagt. Nein, den größten Grad an Bekanntheit habe ich, glaube ich, bei der deutschen Bevölkerung erlangt durch Mitwirkung in etwas nichtssagenden Unterhaltungssendungen. 5-mal Blauer Bock, 4-mal Dalli Dalli und sowas. Das haben alle Leute gesehen und da sagen sie, Mensch, den Kopf, diesen weißhaarigen Kerl haben wir doch neulich schon mal gesehen. Ich glaube, das macht bekannt. Populär ist da schon ein bisschen zu viel gesagt. Aber das schafft einen gewissen Bekanntheitsgrad, der nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Aber ich war nie so bekannt oder bin nicht so bekannt wie
manche meiner Freunde, zum Beispiel Gustav Knuth ging es oft so, wenn der irgendwo saß, dann kam irgendein wildfremder Mensch in die Kneipe und haut ihm auf die Schulter und sagt, na Gustav, wie geht's? Das macht bei mir Gott sei Dank kein Mensch. Na, erstmal bin ich nicht so bekannt wie Gustav Knuth oder auch wie mein Freund Velo Milovic, der mir auch Zauberhaftes zu dem Buch geschrieben hat. Hm. Aber der leidet drunter, das weiß ich. Dann kommen alle und alle gleich mit, na Willi und so. Das geht mir so, da habe ich alle Stacheln draußen. Und es passiert mir Gott sei Dank nicht oder sehr selten. Manchmal kommen natürlich Leute und wollen in irgendeinem Ort, wo man auf Tournee ist, eine kleine Stadt, die wollen ein Autogramm. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber dann fragen sie mich oft, ja, können wir denn ein Autogramm haben, Herr Schönböck? Oder können wir da ein Autogramm haben, Herr Schönhals? Und so weiter. Da muss man drüber lächeln, drüber wegsehen. Das ist nichts Schlimmes. Dann gibt es noch die blöden Kritiker, die da eine schlechte Kritik schreiben und zu allem Überfluss noch Schönfelder mit Ö und nicht mit OE. Ein weites Feld, ja, schon wieder die Kritiker. Eine schlechte Kritik ist gar nicht so schlimm. Ja. Wenn die begründet ist und wenn ich sage, Mensch, der Kerl hat ja recht, dann ist ja gut. Dass sie mich ewig mit Ö schreiben, ist schon unangenehmer. Ja. Ich kann ja nicht dafür, dass der Name mit OE geschrieben wird. Es ist nun mal so, schriftlich fixiert beim Standesamt und überall. Und das ist eine Tradition der Familie. Ich habe auch von meinem Vater hat mir mal erzählt, woher dieses Ö kommt mit den Strichlichen. Früher, ich weiß nicht, ob das noch im Mittelalter war oder was, war über dem O ein kleines E. Da haben manche nun dieses E runtergezogen, neben das O, da stand OE. Und manche haben aus diesem komischen kleinen E diese Strichelchen gemacht. So soll es entstanden sein. Aber es tut weh. Es ist eigentlich ganz unwichtig. Aber mir tut es weh, wird immer schön Ulrich, da darf man eine Zeitung nennen? Ja, in der BZ war ein Artikel. Oben eine dicke Überschrift, Schönfeller mit OE. Und dann im Artikel sechsmal der Name mit Ö. Da sagt man sich, hoffentlich hat der kennen die Leute also, was ist da los? Der hatte jetzt gerade einen Grundkurs in Grammatik von Ihnen bekommen, wie alles entstanden ist mit OE und oben gesetzt E und jetzt nach unten gerutscht. Die Sendung klärt auf. Mal ehrlich, ist fast eine Bildungssendung, finde ich gut. Herr Schönfelder, Briefe schreiben, haben Sie gesagt. Ist ja, ich schreibe gerne Briefe. Sie schreiben an verstorbene Briefe. Ja, das habe ich auch schon vor langer Zeit angefangen. Und ich habe sicher schon, was weiß ich, 70, 80 solche Briefe an, wie zum Beispiel ich eben Gustav Knuth, ich erwähnt habe, an Freunde, aber auch an nicht unbedingt Freunde, an große Kollegen. Ich bin gerade dabei, einen Brief an Axel von Ambesser zu schreiben. Und mir macht das deswegen Spaß, weil ich erstmal formuliere ich gerne, dann rufe ich gerne Erinnerungen wach auf diesem Wege und sage diesen Menschen manchmal bei der Gelegenheit, was ich leider versäumt hatte, ihnen zu sagen und was ich ihnen verdanke und wie ich sie in der und der Rolle bewundert habe und ihnen das nie gesagt habe oder so. Diese Briefe, das macht mir Spaß und das ist möglich, dass da noch mal ein Buch kommt mit Briefen an verstorbene Freunde und Kollegen. Weiß ich nicht. Das kann man auch ein bisschen makaber finden. Oder? Ist ein bisschen makaber, aber schön makaber. Ich liebe ja Makabres. Sie wissen, dass ich in diesem Sender, oder wissen Sie es nicht, lange diese Gute-Nacht-Geschichten gelesen habe, 7 Jahre, glaube ich. Es ging auf eine Initiative von mir zurück. Ich fand so ein paar Geschichten und habe das hier vorgeschlagen. Es wurde akzeptiert. Und heute sprechen mich noch viele Leute auf der Straße an, Herr Schönfeld, warum gibt es nicht mehr die schönen Gute-Nacht-Geschichten? Wir haben die so gern gehört. Ich sage, das müssen Sie mich nicht fragen, müssen Sie den Sender fragen. Warum das nicht mehr gedacht wird, ich weiß nicht, ob das alles Sparmaßnahmen sind. Alles Gute wird ja weggespart und es gibt nur noch so Durchschnittskäse. Nun gut. Danke. So danke. Wie uns, genau. Hoffentlich werden wir bald weggespart, dann sind wir kein Durchschnittskäse. Sie haben auch Briefe an Ihre Eltern geschrieben? Also Sie haben gerade erzählt von den Briefen an Verstorbene. Haben Sie auch welche an Ihre Eltern geschrieben? Noch nicht. Doch. An meinen Vater habe ich schon einige, aber der ist noch nicht ganz fertig. Nein, das mache ich auch noch. Und was sagen Sie ihm? Ich sage meinem Vater vieles, was ich ihm eben nicht gesagt habe. Und wir waren überhaupt sehr, sehr preußisch karg. Wir sind nicht einander. Das macht nichts. Entschuldigung, bitte. Wir sind nicht einander in die Seele gedrungen oder getaucht. Wir waren sehr lieb miteinander, aber auch doch zurückhaltend und dabei sehr herzlich. Nein, dem werde ich sagen, was ich ihm eben leider nicht gesagt habe, dass ich ihn geliebt und verehrt habe und dass ich ihm das und das verdanke. Und das. Mein Vater hat zum Beispiel, das steht auch im Buch, gesagt, als nun endlich feststand, ich wurde Schauspieler, mein Junge, ist komisch, du hast uns doch noch hier nie was vorgespielt. Aber im Übrigen muss ich dir sagen, ich beneide dich maßlos.
Das finde ich so schön. Dafür möchte ich ihm auch noch danken, nachträglich. Denn es gibt so viele Leute, Schauspieler, viele behaupten das. Ja, ich musste von zu Hause durchbrennen, ich bin ausgerissen oder was. Und der Vater hat gesagt, lerne mal einen anständigen Beruf. Bei diesem Begriff werde ich schon so sauer, als ob Schauspieler ein unanständiger Beruf ist. Das verbitte ich mir. Schauspieler ist ein ganz normaler, schöner Beruf. Aber das war früher so Sitte. Und ich muss leider gestehen, wenn meine Eltern gesagt hätten, nein, lieber Junge, die hätten nicht gesagt, anständigen Beruf, aber die hätten gesagt, ach, lass es doch lieber machen. Nee, das würden wir nicht so gerne haben. Uns zuliebe, tu was anderes, hätte ich, was soll ich das andere gemacht wahrscheinlich, als braver, folgsamer Junge. Vielleicht hätte ich mich dann später noch irgendwo auf einem Seitenweg dahin geschlichen, das weiß ich nicht. Aber ich hätte nicht meinen Eltern ein Affront geboten und sagen, nu gerade, das ist nicht meine Art. Also der Generationenkonflikt, heute viel beschworen und heftig ausgetragen, der war da wohl da, aber schlummerte oder war nicht so intensiv bei Ihnen. Sie sind geboren in Sorau, Niederlausitz. Ja, relativ schnell nach Frankfurt-Oder umgezogen mit der Familie. Und beide Elternteile, konnten wir lesen, in den Lebenserinnerungen, waren Sozialdemokraten. Die Mutter vor allem. Ja, die Mutter war eine tatkräftige, eine aktive. Sie war Stadtverordnete in Sorau. Vererbt sich sowas? Bitte? Vererbt sich sowas? Also mit anderen Worten, sind Sie auch Sozialdemokrat? Nee, ich bin politisch nie aktiv geworden und möchte es eigentlich auch nicht. Ich kann mit der Politik nichts anfangen. Ich finde, habe oft den Eindruck, dass wenn ein Mensch eine fantastische neue Idee haben könnte, kommt er damit nur durch, wenn er erstmal die Hierarchie jahrzehntelang durchlaufen hat, bis er an eine Stelle kommt in der Partei, wo er was zu sagen hat. Das ist vielleicht nicht immer so, aber sehr oft wohl so. Und das könnte ich mich nicht, mich da hochdienen, vom kleinsten Parteimitglied, bis ich dann irgendwas zu sagen hätte. Und dann, ich bin auch nicht dafür geeignet, glaube ich. Aber Kreuzchen machen das schon, oder sind Sie Wahlgeheimnis? Kreuzchen mache ich natürlich, brav und Wahlgeheimnis und oder erfahren wir was? Ich finde, das ist unsere Pflicht. Ein Kreuzchen zu machen ist unsere Pflicht. Wenn nur immer 50-60% Wahlbeteiligung ist, da kann ja nichts nach der Meinung des Volkes geschehen. Aber es geschieht ja so auch nicht nach der Meinung des Volkes. Es ist ja leider nicht möglich. Das scheint nicht zu gehen, obwohl ich nach wie vor der Meinung bin, dass die einzig mögliche Regierungsform ist, eine funktionierende Demokratie, dass es nicht immer so funktioniert, wie vielleicht manche erhoffen, steht auf dem anderen Blatt. Aber Gott behüte, wir hätten eine Diktatur oder so Quatsch. Nein, was in Deutschland gut ankäme und sich gut machen würde, befürchte ich, wäre sowas wie ein Königshaus oder ein Kaiserhaus. Der Kerl dürfte nicht viel zu sagen haben, aber er müsste wie ein lieber Gott da oben thronen, sodass viele, viele, viele Mitbürger ihre nationalen Gefühle dort abladen können und den Menschen verehren, auch wenn er nur als Aushängeschild da oben steht. Es gibt ja noch ein paar Königreiche, wo das so ähnlich ist. Da werden die Herrscher verehrt und die halten mal irgendeine Rede, die ihnen sowieso vorgeschrieben wurde. Aber sie haben eigentlich nicht viel zu bestimmen. Aber ist das auch nur da, um die nationalen Gefühle der Leute entgegenzunehmen, die sie da abladen können. Entschuldigung? Ist das auch Ihre Haltung, die politische Haltung, die Sie haben, die Sie vielleicht auch dann vermutlich ja nicht von Ihren Eltern übernommen haben? Das hat uns ja auch interessiert, ob Sie von Ihren Eltern nicht nur die Idee übernommen haben, politisch aktiv zu werden, sondern auch die Haltung, die eines Sozialdemokraten zu übernehmen. Ja, die Haltung habe ich übernommen, da gibt es gar nichts. Das ist ja manchmal ein bisschen armselig. Ich habe oft schon überlegt, ja was, mein Gott, nur immer Sozialdemokrat seit 100 Jahren. Weil das nur zufällig in der Familie Sitte war und üblich war und ich das, was die Partei wollte, auch jahrzehntelang gut gefunden habe. Ja, vielleicht machst du mal was anderes. Aber mir ist eigentlich noch nichts begegnet, was ich lieber hätte. Ich meine, irgendeine Mitte wäre mir vielleicht ganz angenehm. Der Fink hat doch mal so eine schöne Partei gegründet. Ulf Fink? Nein, irgendwie der ausgesprochenen Mitte oder ich weiß, irgendwas, ein ganz süßes Ding. Ich leider weiß es nicht. Da wäre ich vielleicht angesiedelt. Ich will nicht ganz links außen sein und ich kann ums Verrecken nicht ganz rechts außen sein. Das lehne ich ab. Denn das hat für mich immer sofort was zu tun mit zu hohem Nationalgefühl und mit Militarismus. Das hängt alles irgendwie mit da zusammen, mit den sehr weit Rechten und mit Gewalt und mit diesen...
jetzt Neonazis, ist ja auch was Rechtes. Das finde ich also so verabscheuungswürdig. Also ich würde mich dann schon lieber in der Mitte aufhalten, was Sie vielleicht langweilig nennen können, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja genug Leute, die das auch tun. Ja, ja. Die Mitte ist ja auch hart umkämpft, ne? Und in der Mitte gibt es ja immer die Kraft und so. Also nein, und die Mitte ist deshalb auch für wichtig, weil sie... Herr Schönfelder. Wichtig ist zwischen rechts und links. Ich möchte Sie nochmal nach 1900, Sie haben es angesprochen, 28 entführen. Wickersdorf, die Schulgemeinde, ja, von der Sie vorhin schon erzählten. Das war ja ein Projekt, was man heute oftmals gar nicht mehr kennt. Ich habe es auch erst in Ihren Lebenserinnerungen lesen können. Hört sich so ein bisschen nach Waldorfschule an, so sehr ähnlich. Offen, sehr frei. So, sehr ähnlich, ja. Das waren verwandte Schulen und damals gab es auch den Luserke, der die Schule am Meer gegründet hat, an der Nordsee irgendwo, auf einer Insel, glaube ich. Und das waren eben Schulen, die aus dem alteingesessenen, ausgetretenen Trott der normalen Penne weg wollten. Und unsere Schule war deshalb auch so interessant, weil zum Beispiel sehr viele Ausländer da waren. Dann waren sehr viele Berliner Jungs und Mädels da. Wir waren ungefähr 120 Leute, ungefähr 100 Jungs, 20 Mädchen. Und natürlich waren in so einer Schule, weil sie Geld kostete, sehr viele Kinder reicher Eltern. Das waren meine Eltern bei Gott nicht. Und ich war mit meiner Schwester zusammen dort. Und wenn man dachte, berechnete, dass meine Schwester den vollen Schulpreis zahlte, dann war ich, glaube ich, umsonst da. Also so viel Ermäßigung hat man uns gegeben, weil mein Vater wohl sich mit den Leuten geeinigt hatte, dass eben seiner Idee von Erziehung auch entsprach und er uns gerne dorthin gab. Und da waren auch aus Berlin sehr viele Kinder jüdischer Familien. Folglich gab es dort zum Beispiel keinen Religionsunterricht, weil auch sehr viele Ausländer da waren. Da waren 8 junge Menschen, 5 Jungs und 3 Mädels aus der äußeren Mongolei, aus Ulaanbaatar. Unheimlich interessant. Und für all dieses Gewirr von Völkerschaften, so Russen waren da, Amerikaner, Engländer, in der Minderheit natürlich, die meisten waren Deutsche, wollte man das nicht machen. Wir hatten einen Unterricht, in dem die Weltreligionen uns dargetan, wir mit ihnen bekannt gemacht wurden. Und da hatte man einen gewissen Überblick. Und wie ich überhaupt finde, man müsste eigentlich ein Kind, bis es mündig ist, aufwachsen lassen, ohne feste Bindung an eine Religionsgemeinschaft. Und dann müsste der junge Mensch die Religionen kennenlernen, die es gibt. Und dann müsste er sagen, für das entscheide ich mich. Ich bin erwachsen, das scheint mir zu liegen. Ich finde es immer so schade, wenn junge Menschen, bevor sie denken und schreiben können, schon reingepresst werden in ein Schema und schon beten lernen, obwohl sie überhaupt nicht wissen, was sie da sagen. Das ist nicht meine Art, das mag ich nicht. Ich trete in sämtliche Fettnäpfe, ich sag's ja. Nee. Sie haben gesagt, dass Ihre Eltern viel Geld zahlen mussten für die Schule oder es gab eine Ermäßigung, aber trotzdem war es das, was Ihre Eltern gerade so bezahlen konnten. Es blieb kein Geld, etwa noch einen Klavierunterricht zu finanzieren. Doch, für Klavierunterricht hätte es Geld gegeben. Nein. Ja, dort nicht, in Wickersdorf nicht, habe ich ja geschrieben. Ja. Ich hatte bei meiner Mutter begonnen, mit 5 Jahren Klavierunterricht zu nehmen. Offensichtlich war ich ganz begabt, ich bin ja, glaube ich, ein musikalischer Mensch. Und das klappte schon ganz gut. Und ich spielte dann mit meiner Schwester schon zu Weihnachten 4-händig Weihnachtslieder Potpourris. Mit 5. Nun kam ich mit 12 auf diese Schule. Und da gab es nur einen Klavierlehrer, unseren Musiklehrer, der gab Stunden, aber die kosteten sehr viel Geld. Und dann sagten meine Eltern, das tut mir leid, Junge, das geht nicht. Darf ich denn die Geschichte hier erzählen? Ja, ja, natürlich. Na gut. Und es ruhte ein Jahr. Dann erschien, was ja in der Schule manchmal passierte, dass Lehrer weggehen, neue kommen. Da kam ein neuer Lehrer, der erfuhr davon und sagte, mein Junge, das wäre doch schade, wenn du begabt sein solltest. Ich gebe dir Stunden und umsonst, was soll sein? Das wäre doch schade, wenn du ein Talent sein solltest, wenn das ruht. Ich nahm bei ihm Unterricht und nach der 3. Stunde drängte er mich sanft, mit sanfter Gewalt von dem Klavierhocker auf die Couch und wollte mich abknutschen. Und da kriegte ich eine rote Birne, sprang auf, entwetzte dem da und seit der Zeit kann ich nicht Klavier spielen. Genauso haben Sie es im Buch auch erzählt. Naja, ich erzähle leider immer genauso, wie ich es da geschrieben habe. Nee, das finde ich auch schön. Aber das Buch ist so geschrieben, dass man es vorlesen kann, ebenso wie ich rede. Ne? Ja, nee, ich wollte aber auf was anderes hinaus, weil wir uns gefragt haben, ob das nicht mehr in Ihnen ausgelöst hat, als die wenigen Sätze,
die Sie jetzt auch genommen haben und die Sie auch im Buch verwendet haben, um die Geschichte zu erzählen. Sie meinen diesen Lehrer, der mich auf die Couch... Ja, nein, eigentlich nicht. Ich war ja nicht so doof. Ich wusste ja, dass sowas existiert. Nur es war nicht mein Bier. Nee, aber es wäre war ja ich noch homosexuell was geworden, wäre ich vielleicht ein toller Pianist. Herr Schönfelder, wer weiß, oder? Herr Schönfelder, Sie waren ein relativ junger Mensch. Heute wird viel von sexuellem Missbrauch gesprochen. Ja. Sie waren in der Situation, abhängig zu sein von diesem Lehrer, der verteilt Zensuren, der ist Autorität. Ja, ich habe mich ja so entzogen, dass ich gar nicht mehr abhängig sein konnte. Nein. Also für Sie war das keine Form, wo Sie dachten, das ist jetzt ein Missbrauch, der mit mir geschieht, gegen den ich mich irgendwie überhaupt nicht, er hat mich ja nicht missbraucht. Ich bin ja gleich getürmt. Okay. Das ist auch klasse, dass Sie so weit waren, immerhin, dass Sie weglaufen konnten. Ja, natürlich. Ja. Haben Sie mit Ihren Eltern darüber gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Wüsste ich nicht mehr genau jetzt. Ich glaube nicht. Die wussten ja, dass ich dort keinen Klavierunterricht haben konnte, weil der Klavierlehrer, der offizielle, so teuer war. Das war ja klar. Vielleicht hat meine Mutter innerlich geweint, dass ich nicht mehr Klavier spielte, aber meine Eltern waren sehr, sehr lieb und sehr, sehr, sehr verständnisvoll. Die haben mir selten mal was übel genommen, wenn ich mich was ganz Furchtbares gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, sehr selten. Und da war ja auch nichts von Ihnen furchtbar. Also wenn, war das ja der Lehrer. Der, naja, eben. Ich hätte natürlich den anzeigen oder melden können. So wie Sie jetzt Ihre Eltern wieder beschrieben haben, passt es übrigens gar nicht zu dem, was Sie vorhin von Ihrem Vater gesagt haben. Sie haben gesagt, er war preußisch karg. Deshalb schreiben Sie ihm jetzt Sachen, die Sie nicht gewagt haben, ihm zu sagen. Ja, wir waren, also... Karg bezieht sich eben vor allen Dingen auch auf die äußeren Lebensumstände. Ich bin in der Inflation mit groß geworden. Karg war ja auch unser Leben. Wir waren unheimlich bescheiden und mein Gott, bis da mal irgendeine neue Sache angeschafft wurde. Oder wir aßen zum Beispiel immer noch Margarine und irgendein Popelbrot und wenn es mal am Samstag Butterbrötchen mit Butter und Kakao gab, das war für uns eine Feier, sondern das können die verwöhnten Kinder heute alle gar nicht mehr nachvollziehen, sich gar nicht mehr vorstellen, wie sowas war. Das meine ich mit karg und preußisch. Und wir waren, glaube ich, eben wie Preußen vielleicht sind, ein bisschen stur, aufrecht, manchmal ein bisschen unbeweglich, nicht so labil und lavierend wie manche anderen Völkerschaften. Ich weiß nicht, nein, aber ich glaube nicht, dass sich das so widerspricht. Hat denn diese karge Kindheit in Ihnen heute oder dann später eine Sehnsucht nach Luxus ausgelöst? Naja, das ist in einem Artikel, das stand ja drüber, Lust auf Luxus. Mhm. Das kann ich nur unterschreiben, also kann ich diese Überschrift kann ich gutheißen. Wenn ich es mir irgendwie leisten kann und es gibt Luxus, der mir wohltut und der mir angenehm ist, will ich doch davon partizipieren, ist doch ganz klar. Das ist ja nicht jedem gegeben. Mancher isst Pellkartoffeln lieber als Kaviar. Ich esse beides zusammen zum Beispiel sehr gern. Aber manche sagen, oh Gott, Kaviar, das mag ich überhaupt nicht. Ich will eine ordentliche Kartoffelsuppe oder herrlich, ein wunderbarer, einfacher Eintopf, wenn er gut gemacht ist. Aber ich möchte auch Luxus. Zum Beispiel sind wir mal nach Hongkong, haben wir uns den Luxus geleistet, erster Klasse zu fliegen mit dieser wunderbaren Luftlinie Cathay Pacific. Ja, das ist natürlich, da lebt man im Flugzeug wie ein Mensch, erster Klasse. Und wenn man sich das mal leisten kann, ist doch das schön. Ist es verderblich? Nein. Muss ich mich im Jumbo unten drücken und eng sitzen Nee, finde ich nicht. Wenn ich es mir leisten kann, ich leiste mir gar nicht so viel, ist ja Quatsch, ich bin ja kein begüterter Mensch. Aber was ich mir an Luxus ab und zu leisten kann, gut essen zu gehen oder so, das ist selbstverständlich. Wir? Sie haben gesagt, wir sind meine Frau und ich. Das ist Ihre zweite Frau? Das ist meine zweite Frau, ja. Mit der Sie jetzt aber auch schon, glaube ich, wieder 17 Jahre oder so verheiratet sind. Und noch länger, über 20, ja. Sie ist 30 Jahre jünger als Sie, Ihre Frau. Genau. War das anfangs ein Problem für Sie? Könnte mir vorstellen, dass manch einer gesagt hat, der alte Zause. Fragen Sie meine Frau. Also für mich hat es bisher noch keine Probleme gegeben. Das haben wir uns auch überlegt. Für wen könnte das ein Problem gewesen sein? Ich habe ihr damals gesagt, du Mensch, wir können wunderbar miteinander. Wir vertragen uns, wir passen und wir haben dieselben Ansichten, dieselben Geschmack und so. Es passt alles wunderbar. Aber überleg dir gut, ich bin 30 Jahre älter. Wenn du eine voll reife Frau eines Tages sein wirst, bin ich ein alter Sack. Überlege dir das genau. Aber sie meinte wohl, das macht ihr nichts aus. Und bisher ist es sehr gut gegangen. Hoffen wir, dass es noch lange gut geht. Ich gehe nochmal mit Ihnen ein bisschen zurück in die Nazi-Zeit. Sie kamen nach Berlin an die Schauspielschule zu,
Gustav Gründgens. Vorkriegszeit, ja. Nicht Nachkriegszeit. Nein, nein, die Vorkriegszeit. Vorkriegszeit. Und dann in die Kriegszeit. Wir bleiben in der Vorkriegszeit, 1933, die Nazis haben die Macht übernommen. Gustav Gründgens ist jetzt Ihr Schauspiellehrer und Sie lernen Himmler und Göring kennen. Das war aber keine ganz so tolle Begegnung, ne? Nein, das war, um Gottes Willen, Himmler war als preußischer Ministerpräsident, der Chef der preußischen Staatstheater, der oberste, liebe Gott, unseres Theaters. Und ich wurde eines Tages mal von der Gestapo gekascht mit zwei anderen Leuten. Wir waren bei einem Menschen abends nach irgendeiner Vorstellung zu Besuch, um noch ein bisschen zu plauschen, um was zu trinken. Und als er uns um 1:30 oder was weiß ich nicht mehr die Treppen runterbrachte, da standen unten im Hausflur so Ledermäntelkerls und sagten, na, ihr habt uns ja lange warten lassen. Wir wurden in irgendwelche schwarzen Limousinen verfrachtet und fortgefahren und endeten dann in irgendeiner komischen Sache. Es muss wahrscheinlich in der Prinz-Albrecht-Straße gewesen sein, wo die Gestapo beheimatet war. Und da verbrachte ich also eine Nacht und einen Tag und das war mir also sehr eigenartig zumute. Da waren lauter SS-Leute, die aber auch nicht da Wache schoben, sondern die auch irgendwas verbockt hatten, die da also einsaßen oder was. Und nun kümmerte sich wahrscheinlich, ich hatte am nächsten Tag Vorstellung im Staatstheater und sagte, um Gottes Willen, was mache ich? Was war denn der Vorwurf? Warum hat man sie überhaupt mitgenommen? Dieser Mann, bei dem wir zu Gast waren, wurde als Homosexueller gesucht, was ich nicht mal wusste. Und wir wurden also unheimlich befragt und ausgequetscht. Ich konnte nicht beichten, weil was war ja nicht. Und Gründgens hat davon erfahren, weil ich Gott sei Dank anrufen konnte im Theater von der Gestapo aus und sagen, Kinder, ich kann nicht, ich sitze hier. Ich sitze hier fest, wenn heute Abend Vorstellung ist, dann müsst ihr meine Rolle, so eine kleine Rolle ist kein Problem, umbesetzen. Dadurch erfuhr Gründgens davon. Der griff ein, ging zu Göring und veranlasste eben, dass sein Dramaturg, dieser Mann, bei dem wir eingeladen waren, rauskam und nach England emigrieren durfte. Und ich wurde als Schauspielschüler, der ich war, eben zu unserem obersten Chef Göring geführt, was ich keine Ahnung hatte. Ich wurde da einfach von zwei so SS-Leuten dahin geführt. Und plötzlich standen wir in einem Riesenraum, wo da ganz hinten in weiter Ferne ein Schreibtisch war. Das war das Arbeitszimmer von Göring. Und da stand nur Göring und daneben ein paar Schritte weiter Himmler. Es war was da einem im Kopf rumging, was für grauenhafte Gedanken. Aber das beschränkte sich dann darauf, dass Göring mir einen langen Vortrag hielt, wie verwerflich es sei, homosexuell zu sein, was mich ja nicht betraf. Aber gut, er musste diesen Vortrag mir halten und dann wurde ich entlassen, dann war der Fall erledigt. Aber einmal ein bisschen am Rande in diese schreckliche Mühle, Gott sei Dank nicht ganz rein zu geraten, aber so am Rande davon ein bisschen mitzukriegen, wie das dazu ging, das muss ja furchtbar gewesen sein. Und ich kann natürlich dann besonders gut nachempfinden, wie Leuten zumute gewesen sein muss, die dann abgeholt wurden und irgendwo verschwanden, nie wieder gesehen wurden, im Lager vielleicht nie wieder kamen. Das ist eine so furchtbare Zeit, aber das ist ja, es gibt es ja heute leider auch noch in der Welt. Und das ist eben eine Sache, die ich nicht kapiere. Wenn alle Leute so ähnlich geartet wären wie ich, gäbe es nie Kräche und nie Schwierigkeiten und nie Kriege. Aber und dass andere Völkerschaften ihre Macht beweisen müssen und dauernd morden um der Religion willen, na, da kann ich doch keine Religion gutheißen, wenn das so ist. Das ist ja so schizophren. Sie haben ja vorhin den Vorschlag gemacht, ne? Lassen wir erstmal die Kinder bis 18 religionsfrei, sollen sie ein bisschen rumsuchen und dann wählen sich was aus. Das fände ich richtig. Das ist doch ein Weg. Vielleicht kommt so ein bisschen mehr Frieden in die Welt. Herr Schönfelder, vielen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren. Ich danke auch. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Nächste Freitag wieder mal ehrlich um 18:45 Uhr, wissen Sie auch. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.